wie dich Dankbarkeit in einen Zustand von Freude und innerer Zufriedenheit bringt. Für was bist du dankbar in deinem Leben? Stell dir diese Frage mal selbst. Los geht's. Für was bist du dankbar in deinem Leben? 5 Dinge. Los geht's. 1, 2, hast schon? 3, 4 und eines wird dir noch einfallen, 5. Gar nicht so einfach, auf die Schnelle 5 Dinge zu finden, für die man dankbar ist. Oft sind es wirklich die kleinsten, einfachen Dinge, die dein Leben bereichern, über die du dir im Alltag gar nicht so bewusst bist. Deshalb ist es so wichtig, dir immer wieder die Dankbarkeit vor Augen zu führen, dankbar zu sein. Aber was hat es jetzt auf sich mit der Dankbarkeit? Wie hilft dir die Dankbarkeit zur Freude und zur inneren Zufriedenheit? Ich erzähl's dir. Und zwar ist es so, alleine das Wort Dankbarkeit hat schon mal eine sehr hohe Schwingung und ganz eine gute Energie. Genau um diese Energie und um diese Schwingung geht's. Denn alles, für was du dankbar bist und du aufschreibst und sobald du dich mit dem Wort auseinandersetzt, kommt eine andere Schwingung, eine andere Frequenz. Okay? Wie gesagt, sobald du dich mit dem Wort Dankbarkeit, super kräftiges Wort, andere Schwingung auseinandersetzt, steigt die Schwingung, steigt die Frequenz, kommt ein anderes Feld. Am besten, du machst das immer in der Früh gleich nach dem Aufstehen oder am Abend vom Schlafen gehen. Mindestens 5 Dinge, über die du dankbar bist. Ganz wichtig dabei, das muss von Herzen kommen. Okay? Wirklich von Herzen. Du musst das fühlen, du musst das spüren können, für was du dankbar bist. Nicht aus dem Kopf, dankbar 1, dankbar 2, dankbar 3, dankbar 4. Okay, wirklich, du musst dich reinfühlen. Wirklich, du musst dankbar sein. Das muss man lernen. Das ist ein Prozess. Wieder wirklich, dass man sich freuen kann über das, was man dankbar ist. Und dann kommt man in die Freude, dann kommt man in die innere Zufriedenheit, dann steigt die Frequenz, dann steigt die Schwingung, dann kommt man in das andere Feld. Ich zeige dir das hier kurz. Und zwar ist es so, du siehst da, das sind lauter Plus und Minus. Und wenn du vorher vielleicht ein bisschen im Ärger, in der Angst, in der Wut drinnen bist, dann hast du ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Gedanken. Und dann geht das quasi von einem zum anderen und du handelst dich so von Minus zu Minus. Gleiches zieht Gleiches an. Ja, siehst du? So. Okay. Und sobald du in die Dankbarkeit gehst, wie gesagt, höhere Schwingung, andere Frequenz und du steigst automatisch in ein anderes Feld ein und du brauchst nur das erste Gefühl, das Plus, und schon hüpfst du von einem Plus zum nächsten, die Minusse sind dir egal, von einem Plus wieder zum nächsten. Und so bist du auf dem Weg der Freude und der inneren Zufriedenheit. So, ganz, ganz wichtig. Es geht so einfach, wirklich. Leg dir ein kleines Notizheft an und in der Früh oder am Abend oder auch und. Wirklich mindestens 5 Wörter, können auch 10 sein. 5 bis 10 Sachen, über die du dankbar bist. Das Ganze vom Herzen und nicht aus dem Kopf. Vom Herzen. Okay, kannst du nochmal wiederholen. Woraus? Aus dem? Genau, aus dem Herzen. Du sagst das. Die Dinge müssen aus dem Herzen kommen. Und dann steigst du in das andere Feld ein. Dazu gibt es auch noch ein tolles Video, und zwar
die Kraft der Wörter. Da gehe ich näher auf das ein. Das ist wirklich ganz, ganz ein interessantes Thema und eine Übung, die dich in die Freude und innere Zufriedenheit bringt. Was nützt dir das? Das Ganze hat Auswirkungen auf dein Umfeld, auf dein Denken und auf dein Handeln. Probier es einfach aus. Du wirst sehen, du bekommst andere Gedanken, machst andere Handlungen und dein Umfeld wird sich dadurch verändern. Du kommst weg vom Negativen, von den Minuspole und steigst rein in die Plus, in das Positive. Und es wird von Tag zu Tag besser. Durch diese kleine Übung kannst du vieles in deinem Leben verändern. Auch ganz tolle Übung für die Kinder. Vielleicht so als Morgen- oder Abendritual reichen auch drei Dinge für die Kinder oder dass ihnen zumindest eines einfällt, was ihnen heute am Tag gefallen hat und für was sie dankbar sind. Und du wirst sehen, da passiert was. Da passiert was mit einem selbst und auch mit dem Kind, wenn man sich in die Dankbarkeit begibt. Na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim Hineinsurfen in die anderen Frequenzen, in die anderen Felder. Und ja, freut mich, wenn du das in deinem Leben umsetzen kannst. Freuen würde es mich auch, wenn wir uns bei meinem Eltern-Kind-Event zusammen wachsen sehen. Da geht es genau um diese Themen, da steigen wir noch ein bisschen tiefer, haben gemeinsame Übungen und ganz eine schöne Eltern-Kind-Zeit. Empfehlen kann ich dir auch das Pumperlgesund Feriencamp, also überhaupt in dieser Zeit das Beste, was du für deine Kinder machen kannst, am besten gleich anmelden. Alle Infos dazu gibt es unten in der Videobeschreibung und in diesem Sinne danke, dass du dabei warst, bin ich sehr dankbar für dich und ab geht's in die Freude. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Grüße, Daniel.